Das Klangfilmtheater Schladming bot am Freitag, dem 8. März, die Bühne für eine ganz besondere Veranstaltung. Anlässlich des Internationalen Frauentags lud der So Optimist Club Steirisches Instalgröbming zu einer Lesung der renommierten Schauspielerin Aglaja Zischkowitz, die in ihren Texten herausragende Frauen aus den unterschiedlichsten Epochen vor den Vorhang holte. Ja, natürlich bedeutet das viel, weil sie ja bekannt ist und da kann man viel mehr bewegen. Und auch in unserer Gemeinde freut mich sehr, dass so eine bekannte Persönlichkeit und Schauspielerin da ist, die man ja eben aus vielen Filmen schon kennt. Und ich durfte sie auch schon persönlich kennenlernen und ihre Erfahrungswerte vor allem auch in dem herausfordernden Beruf als Schauspielerin, wo es als Frau bei Weitem nicht so einfach ist. Es ist für eine Frau der Beruf wahnsinnig schwierig im Älterwerden. Es gibt nicht so viele Rollen, es gibt sehr viele gute Schauspielerinnen, es gibt sehr viel Konkurrenz und man muss sehr stark sein, um das durchzuhalten. Man muss sich etwas parallel suchen, ein zweites Standbein, das einen stabilisiert, weil man einfach keine meiner Kolleginnen dreht das ganze Jahr durch. Du hast immer wieder große Lücken. Früher sind die gefüllt worden von der Arbeit mit den Kindern. Also ich bin leidenschaftliche Mama und habe da einfach immer die Zeit mit den Kindern verbracht und jetzt sind die Kinder erwachsen und ausgeflogen. Und jetzt ist es wirklich eine Herausforderung, finde ich, einmal diese Projekte überhaupt zu bekommen, also die Rollen zu bekommen. Und wenn dann die Rolle vorbei ist und die Dreharbeiten vorbei sind, nicht in ein Loch zu fallen, wenn man wieder zu Hause ist. Beleuchtet wurde auch das Leben einer ganz besonderen Schladmingerin. Memoriam an die kürzlich verstorbene 102-jährige Hilda Fischbacher präsentierte man im Rahmen des Weltfrauentags ein filmisches Porträt dieser inspirierenden Persönlichkeit. Ja, im Grunde ist es genau das, eine Frau, die so lange lebt, die so viel wahrscheinlich auch mitgemacht hat. Aber was mir wirklich beeindruckt hat, die ist bis zum Schluss eine lustige, lebensfrohe Frau gewesen, hat noch den Fasching gefeiert, ich habe noch Bilder gesehen von ihr. Und ich denke, die kann uns vorzeigen, die hat positiv gelebt und was sie als Frau alles erlebt hat. Ich hoffe, das sieht man in dem Film, so kann sie was erzählen drüber. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Aber ich muss sagen, sehr traurig, dass sie erst vor kurzem jetzt verstorben ist und dass sie diesen Tag jetzt im Memorien kriegt von uns und nicht mehr mit dabei sein kann. Mit der Veranstaltung machte man getreu der Intention des Internationalen Frauentags auf Themen wie Chancengleichheit, Diskriminierung und Frauenrechte aufmerksam. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung unterstützt man darüber hinaus auch soziale Projekte. Ziel dieses Clubs ist einfach die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Stellung von Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen. Und mit diesen Projekten, so wie heute, wie wir das gemacht haben, lukrieren wir einfach Geld. Und das dient dann regional und international zur Unterstützung dafür. Ganz weit gereist war das Publikum. Also ich komme aus Goldegg im Bongau und bin dort im örtlichen Kulturverein tätig, auf Schloss Goldegg. Und da wir heute gerade keine Veranstaltung haben, war es mir ein Anliegen, irgendwo doch an einer Veranstaltung am Frauentag teilzunehmen. Abgerundet wurde der Weltfrauentag des So Optimist Club durch die musikalischen Klänge der Schladminger Musikschule, während man den Abend dann in gemütlicher Atmosphäre ausklingen ließ. Ich darf heute die Ziehharmonika spielen und ich freue mich schon richtig drauf und ich spiele halt alles ohne Noten. Der Internationale Frauentag macht seit mehr als 100 Jahren auf Frauenrechte, Gender Gaps und Diskriminierung aufmerksam. Bemüht sich um eine echte Gleichstellung der Geschlechter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die hoffentlich in naher Zukunft schon Realität sein wird.